Wie fühlt sich das an, wenn man seinen eigenen Weg geht? Gut, ne? Gut, ja. Das fühlt sich echt gut an, dass ich jetzt so sagen kann, ich habe das ganz alleine geschafft. Wo viele gesagt haben, das kriegst du nie durch. Werden wir jetzt klären, was für Sie der nächste richtige Schritt ist. Hört sich jedenfalls gut an. Träume mit dem Runterfallen, die habe ich ja schon, weiß ich nicht, vor 20 Jahren schon gehabt. Ich konnte mir nie erklären, was das ist. Ich stehe immer auf einer Brücke oder auf einem Felsen, falle runter und bevor ich aufkomme, werde ich wach. Gut. Und da Sie es jetzt als letztes gesagt haben, werden wir klären, ob genau das heute relevant ist. Denn es ist nichts weiter, es ist keine verdeckte oder versteckte Information. Das System kann nicht anders kommunizieren. Es kann über ein Gefühl kommunizieren, das es an die Großhirnrinde gibt. Dieses Gefühl erzeugt in der Großhirnrinde manchmal physikalisch unlogische Prozesse, die sind aber bedeutungsfrei, weil die Physik im Inneren keine Bedeutung hat, sondern das Gefühlssystem benutzt, merken wir es mal, Verknüpfungen, die mit Angst zu tun hat, also auf der bewussten Metaebene mit Angst zu tun haben. Und dadurch entstehen dann diese Prozesse. Fragen wir es, okay? Okay. 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 Jetzt höre ich schon wieder raus. Ein Teil hätte das am liebsten gar nicht gesagt. Ja. Richtig? Ja, stimmt. Vermeiden. Ja. Und? Schaffen wir es mit Vermeiden, ein Problem zu lösen? Nein. Die Kanzlerin hat vielleicht viele Jahre geschafft, manches auszusetzen. Ihr Vorgänger, Herr Kohl, ja auch. Meine besten Freunde im Moment, ja. Ja, manche können es einfach aussetzen. Aber in Wirklichkeit, wenn man nicht in gewissen Machtpositionen ist, ist das mit dem Aussetzen eine schwierige Sache. Und da wir nicht in dieser Machtposition sitzen, sondern eigentlich ein zufriedenes Leben entwickeln wollen, macht es keinen Sinn, dass wir über die Salamitaktik des Gefühls, das uns immer wieder etwas zeigt, eigentlich leiden, in unserer Lebensqualität eingeschränkt sind. Also müssen wir uns darum kümmern und wir nutzen dazu wie immer die Sprache der Gefühle. Schließen Sie mal die Augen, seien Sie neugierig, Sie wissen, die Reise geht los. Ja, und wenn Sie die Augen schließen, sich an die lila Decke erinnern, das Bund und was auch immer, egal wie, die Aufgabe, ein Prozess, eine Struktur, und wenn sie verflacht ist, ist auch okay. Und Sie nehmen mal beide Hände direkt in die Klärungsposition, sodass wir direkt klären, ob die Aufgabe, so wie sie umgesetzt wurde, passend und stimmig war. Und ich frage direkt das unbewusste Gefühl von Natascha. Unbewusstes, hat Natascha ihre Aufgabe in ihrer Art und Weise passend und stimmig umsetzen können? Wenn ja, links, wenn nein, rechts. Gut, das reicht mir schon, Unbewusstes. Zum Schluss kann dieser Traum, wie auch immer wir zu diesem Traum gekommen sind, der aber immer wieder aktiv ist und ja irgendwas in sich trägt, Unbewusstes direkt in den Traum hinein, die Ja-Hand, oder über eine Farbe einen Weg hineinfinden, die Nein-Hand. Sie merken es deutlich, richtig? Mhm. Deutlicher sogar als sonst. Legen Sie die Hände ab, gehen Sie direkt in den Traum hinein. Wie machen Sie das? Gehen Sie in das Fallen hinein. Und diesmal sind Sie hier nicht ungeschützt, wie im Schlaf. Sie sind sicher. Ich bin dabei. Und wir sind jetzt dabei, Ursache und Wirkung zu finden. Und so bitte ich Sie, einen Moment hineinzufühlen, zu spüren, was Sie wahrnehmen. Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Kennt Natascha das Gefühl der Hilflosigkeit? Ja. Das kennt sie gut, richtig? Mhm. So, das heißt, du fällst und bist total hilflos. Wie kann man dir die Hilflosigkeit am besten zeigen, indem du fällst und dich nirgendwo halten kannst? Mit anderen Worten, du bist haltlos, oder? Mhm. Du hast nämlich keinen Halt. Denn wenn du Halt hättest, würdest du nicht fallen. Was ist Haltlosigkeit? Das schlimmste Gefühl,
das ein Gehirn wahrnehmen kann. Es hat nämlich keine Möglichkeit von Voraussagen, keine Möglichkeit von Halt, Stärke, Stützung, Wärme, Liebe, Geborgenheit. Alles basiert auf Halt. Und wenn ich gehalten, durch äußere oder innere Prozesse, ist haltlos. Und jetzt lasse dich bitte mit dieser Haltlosigkeit fallen. Lasse es zu. Vertraue jetzt bitte deinem Körper. Erlaube dir deinem Gefühl Platz zu geben. Erlaube dir selber den Fall zu steuern, wenn du kannst und magst. Denn vielleicht schaffst du es wie eine Fallschirmspringerin, nicht einfach zappelnd zu fallen, sondern, hey, ich weiß jetzt, dass dieser Fall mit meiner Hilflosigkeit und Haltlosigkeit zu tun hat. Und jetzt spüren Sie bitte mal hinein, was Natascha wahrnimmt, was sie strukturiert, was dabei sie fühlt. Ins Ungewisse zu fallen. Gut. Und ich sage bewusst gut. Denn die gute Nachricht ist hier letztlich die Erkenntnis, dass Sie erkennen, es geht hier nicht um den Aufschlag, sondern das Ungewisse, was da auf einen zukommen könnte. Wie fällt Natascha zappeln wie ein Maikäfer, der da irgendwie auf dem Rücken liegt, oder eher strukturiert, oder eher wie eine Rakete, die nach unten abgeht? Kopfüber. Was machst du dann mit deinen Händen? Breite sie aus. Breite sie aus, als würdest du Flügel haben. Lasse dich aber weiterfallen, breite sie aber aus und erkenne, was du dann erkennen kannst. Man fühlt sich getragen irgendwie, es ist langsamer. Ein gutes Gefühl, wenn es langsamer wird. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach nur schlafen möchte. Schlafen? Dann erlaube dir jetzt hier in diesem Moment einfach nur diesem Gefühl einen Moment nachzugeben. Du wirst äußerlich nicht schlafen, es ist dein innerer Prozess. Nimm ihn einfach an, als würdest du innen auf deiner Gefühlswiese einfach einen Moment, genau diesen Moment, zulassen, wahrnehmen. Stimme, die sagt, ich muss aufpassen, ich kann nicht schlafen. Gut, jetzt fühle und spüre diese Stimme hinein. Ist es eine kindliche, jugendliche oder erwachsene Stimme? Eine erwachsene Stimme. Dann sage dieser Stimme, ja, du hattest recht, du musstest aufpassen. Und dann spüre hinein, welcher Gedanke des Gefühls dabei auftaucht. Klein mich alleine lassen werden will. Du kannst zu ihr hingehen, das weißt du richtig. Mhm. Nimm sie in den Arm, halte sie. Und ich gebe Natascha ein Kissen und halte dieses Kissen. Halte dieses Kissen als Symbol für die Kleine. Halte das Kissen als Symbol für die Kleine, damit du fühlst und spürst, wie du sie hältst. Wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl nimmt Natascha dabei? Das ist schwierig. Nix. Vielleicht ist das Nichts auch genau das, was Natascha wahrgenommen hat, nämlich die Leere. Ja, das wird passen. Bitte? Das passt gut, die Leere, ja. Gut. Eine Leere hat eigentlich, ja, sie ist eigentlich nicht gut, weil Leere ist wieder ähnlich wie Haltlosigkeit. Wo eine Leere ist, ist kein Halt. Aber wenn die Erwachsene Natascha jetzt die Kleine mal hält, ihr wirklich Halt gibt, inneren Halt, da wächst nicht sofort Halt, ich weiß. Es muss sich entwickeln, strukturieren, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und da es das kann, und das kann es, ist
ist es so, dass aus diesem Nichts, naja, wenn nichts da ist, ist Platz für Neues, Platz für Wandel, Platz für Veränderung. Vielleicht muss aber auch die Kleine aus diesem Nichts herausgeholt werden, aus dieser Dunkelheit des Nichts, denn gleichzeitig ist in diesem Traum ja eine absolute Dunkelheit des Fallens des Nichts da, richtig? In die Ebene der Zahlen, Daten, Fakten und Informationen. Sodass dann, wenn sie soweit sind, sie die Augen in der Außenwelt wieder öffnen. Heavy, wa? Mhm. Eigentlich ist es ganz leicht, trauen Leute. Niemand kann von außen Träume deuten. Mit einem statistischen Zufallsprinzip schon, aber nie mit Klarheit und Wahrheit. Das eigene Gehirn produziert Prozesse, die Lösungen oder Probleme aufzeigen sollen. Wir haben verlernt, diese Sprache des Gefühls wahrzunehmen. Und ich bin ziemlich sicher, dass egal was Sie in Ihrem Leben immer wieder gemacht und versucht haben, Sie haben versucht, die Symptome wegzukriegen. Aber die Symptome sind immer nur die Endergebnisse, die uns zeigen, hey, da stimmt was nicht. Sie konnten es nicht besser wissen. Sie ist jetzt da, die Kleine. Ein Teil. Ein wesentlicher Teil. Ein Teil, der tief im unteren Bereich sitzt, und ihnen schon immer irgendwie auf seine Art etwas vermitteln wollte. Und sie sind ihm, diesem Teil, jetzt näher. Irgendwann ist dieser Teil ein Teil des Ganzen. Und das wiederum erzeugt eine Stärke, eigene Stärke. Und so hat man verschiedene Teile, die gegeneinander kämpfen, weil sie einander die Kommunikation der Worte, der Sprache nicht verstehen. Nicht wirklich unlogisch, oder? Ja, aber so fühlt es sich an wie so ein innerer Kampf, ja. Wer kämpft da wohl gegen wen? Tja. Was würden Sie sagen, so spontan? Die Kleine gegen die Große. Mhm. Ja. Ich könnte auch sagen, das Gefühl gegen die Logik des Funktionierens. Mein Adoptivvater hat mir nochmal erzählt, wie das im Kinderheim nochmal stattgefunden hat. Ja. Also ich, zwischen 16 und 18 Uhr gab es Abendessen. Ja. Ich habe wohl so einen Rabatz gemacht, dass ich mit meiner Puppe immer gegen die Stäbe gehauen habe, dass ich die Erste war, die dran kam, wurde gefüttert, gewickelt und dann wurde ich in so eine Art Schlafsack reingeschleppt. Wie alt waren Sie da ungefähr? Also mit denen fing das Leben an, wo ich 13 Monate war. Ja, das heißt, da waren Sie ja schon sehr rabatzfreudig. Genau. Und dann kam ich in so eine Art Schlafsack rein. Ja. Und dann wurde ich an den Händen fixiert, weil ich halt weiter Rabatz gemacht hatte und einfach nicht ins Bett wollte. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, mit seinen Worten, Kind, das war so schlimm, ich kann darüber überhaupt nicht reden, weil er und meine Mutter mussten dann gehen. Und er hat gesagt, und es war dir nicht möglich, dich noch einen Millimeter zu bewegen. Weder mit den Beinen, noch mit den Armen. Mhm. Und ich wurde irgendwie mit Windeln, mit diesen Stoffdingern dann festgebunden. Die hingen irgendwie am Schlafsack dran, hat er irgendwie so gesagt. Und er sagte halt auch, das ist ihm durch Mark und Bein gegangen. Also ich habe halt das ganze Ding da zusammengebrüllt. Andere haben das über sich ergehen lassen und ich habe halt beschrien, was das Zeug gehalten hat, ja. Sehr schön. Wissen Sie warum? Das ist die Kämpferin in Ihnen. Die anderen haben aufgegeben, sie haben gekämpft. Natürlich haben sie versucht, gegen etwas zu kämpfen, was übermächtig ist. Aber die Kämpferin hat ja die ganzen Jahre immer wieder versucht, das Problem zu lösen. Ja. Wie das so ist. In der Vergangenheit kämpfte man mit Wattestäbchen gegen Schwerter, jetzt haben sie Schwerter und kämpfen gegen Schwerter. Und sie nutzen die Schwerter nicht, um die feindlichen Systeme zu eliminieren, sondern um ihnen klarzumachen, dass man mit ihnen nicht mehr machen kann, was man will. Und das wiederum erzeugt Wandel.
Sie müssen sich klar machen, dass dieses emotionale kleine Etwas, die ersten 3 Jahre, sind die Hauptprägungssysteme. Und da entstehen die Prägungshypnosen. Das heißt, die sagen Ihnen ja, du bist nicht wert, du bist nicht wichtig, du darfst dich nicht bewegen, halt die Klappe oder, oder. Und dieses Gefühl schwingt Ihr Leben lang einfach in oder mit Ihnen mit. Diese Hilflosigkeit, diese Haltlosigkeit, das Gefühl, sich nicht wehren zu können oder was auch immer. Und darum sage ich gut. Denn gut heißt, wir kommen dran. Das Thema des Traumes heute war eigentlich ein sehr schönes Thema, muss ich sagen, von außen betrachtet. Ich stehe dazu. Okay, weil das ist das, was da läuft, das ist ganz häufig ganz schlimm gewesen für ganz viele Menschen. Ob es die Verschickungskinder später waren, also wie bekloppt manche Sachen da laufen. Oder die Kinder, die an Pädophile weitergegeben wurden, damit sie bloß nicht von der Straße runterkamen. Das haben alles Menschen und Lebewesen in zivilisierten Ländern. Und dieses zivilisierte Land heißt Deutschland. Und das ist noch gar nicht so viele Jahre her. Spannend, ne? Und mein Vater hat auch gesagt, und habe ich gesagt, ja, und habe ich ihm so vorgeworfen dann am Telefon, und warum hast du mich da nicht rausgeholt da aus dieser Situation? Und dann sagt er, ich durfte das nicht, ich musste dann gehen. Ja. Wir durften dich dann da besuchen und ja. Tja, heftig, ne? Mhm. Das ist ein demokratischer Staat, der mit deinen Kindern so umgeht. Ja, also, und das, also ich weiß auch nicht. Also, Protest. Ja. Und wenn man jetzt betrachtet, das war um die 1970 herum, mal ganz grob als Richtung. Ja. Ja. Um die 1970 herum. Das ist noch nicht so viele Jahre her.